Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Turnierrunde. Diesmal im Viertelfinale gegen den guten Tuned It Up. Und mit dabei ist, wie man sieht im Hintergrund, die Jenny. Hi. Im Hintergrund. Im Hintergrund. Ist diesmal, denn ich muss mich konzentrieren. Beziehungsweise. Ah, ich rutsche am Stuhl. Wenn Jenny da sitzt, dann. Habe ich nicht meine perfekteste Haltung, ne? Und draußen ist ein richtig lauter Rasenmäher. Ich hoffe, man hört ihn nicht. Zu laut. Hat er mit doch genau jetzt rasen, ne? Genau. Genau jetzt hat er angefangen. Richtig nett. Ja. So, aber bei der Anzahl an Runden, die du trainiert hast. 3. Ja. Aber du hattest da kaum Fels und so drin und du hattest dich nirgends aufgehangen, richtig schlimm. Ja, das stimmt. Mal trotzdem mal gucken. Tuned Up ist ja, soll wohl nicht so der Beste im Jump'n'Run-Part sein. Dafür ist er PvP-technisch, glaube ich, relativ gut. Mal gucken. Ich hoffe, du bekommst gutes Equip. Eine Spinnenwebe hast du schon mal, ne? Für den Notfall. Ja. Weil wir alle wissen, Tuned Up spielt ganz gerne mal auf die Mitte. Ich hoffe mal, dass der das hier nicht so ausreizen. Was mache ich da? Ausreizen wird. Der Rasenmäher, ne? Das kotzt mich gerade richtig an. Ja. Ich wette, der Typ kommt einfach gleich hier rein. Ja, so hört sich das an, ne? Hm. Was war das denn? Ablenkung. Ich höre auf zu reden am besten. Das wird eine easy Runde. Tuned Up ist noch deutlich hinter mir gerade. Aber ich würde schon gerne im Jump'n'Run jetzt hier einen ordentlichen Vorsprung. Ja. Damit ich ein paar mehr Rüstungspunkte habe, vielleicht. Zack, zack. Was richtig böse wäre, wenn jetzt der Schneemann-Part kommen würde. Nein, ist der Nether-Part. Ja, ich sag's. Und jetzt. Wie will man diesen Part beschreiben? Heißluftballon? Der hier? Ich finde, der sieht nicht aus wie ein Heißluftballon. Ist aber, glaube ich, einer. Soll, glaube ich, zumindest einen darstellen. Ach, ja, das daneben, aber das hier vorne am Turm. Na gut, das stimmt. Meine mit drin. Ich stelle mich gerade ziemlich dämlich an, aber Tuned Up ist halt doch noch ein ganz Stück weiter hinten. Was war das? Ich weiß es nicht, ich stelle mich gerade so dämlich an. Das lief gerade in den Testrunden davor ein bisschen besser. Ach, hier, warum ich ausgerechnet den Sprung fail, weiß ich auch nicht. So, Netherpart ist auch der letzte. Hier hat der Anagnose schon gesagt, dass man hier abkürzen kann, was ich noch nie gesehen habe vorher. Das ist echt ein ganz schönes Stück, was man da abkürzt, ne? Das ist ein bisschen, sagen wir so. Spart einem aber schon so 3 Sekunden. Oh Gott, das war knapp. Mhm. Aber ich will das voll ärgern. Gucken, eine Angel haben wir da. Essen sieht nicht so geil aus, aber es reicht, denke ich. Ja, vor allem die 12 Äpfel. Der Rasenmäher, ne? Er wird immer lauter. Oh, die Angel. Er hat deutlich weniger Rüstungspunkte eigentlich. Lass mich trotzdem ziehen. Ey, der Rasenmäher, ne? Ich schieb's jetzt nicht auf den Rasenmäher, aber. Komm. Los, sei die Entspannung selbst. Alter, was ist mit ihm los? Alter! Der zieht mich ordentlich, du. Junge! Der Angelpfad. Richtig schön. Als ob!
Was war das denn? GG. Ja, wie gesagt, PvP-technisch, ne? Hab ich gesagt. Oh. Aber warum läuft der die ganzen Runden vorher weg, wenn er eigentlich so gut ist, ne? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ja, das war schon mal ein 1-0. Leider gegen mich. Aber ich hoffe mal, das läuft einfach in den nächsten Runden besser. Und dann sehen wir uns dann wieder. Und weiter geht's mit der nächsten Runde. Ja, wo es hoffentlich ein bisschen besser laufen wird. War rechts, ne, das Eisen. Da haben wir es. Den Rest lasse ich jetzt einfach mal gerade liegen. Warum hast du ihn hin? Ich weiß es nicht. Einfach so. Ich hoffe einfach, er weiß nicht, dass es da ein Eisen gibt. Ich habe gerade nicht drauf geachtet, ob er da auch stehen geblieben ist. Mal den Brustpanzer. Ups, die Äpfel hätte ich doch ganz gerne. Ah, da ist noch ein Vierer drin. Den mache ich auch häufiger First Try, ne? Warum auch immer ich den danach verkacke. Zack, zack. Oh, der Part. Der ist so eklig. Weil er einfach so übertrieben lang ist. Wenn du da einmal fehlst, den Part haben wir gerade eine Testrunde auch schon. Ja, lief ganz gut. War eigentlich sehr gut, ne? Hier gibt es eigentlich auch gar nicht so viel falsch zu machen. Nett. Eine Eisenhose. Jetzt brauche eigentlich nur noch einen Brustpanzer, ne? Ah, das ist die Enderturm. Da haben wir den Brustpanzer. Der Enderturm finde ich eigentlich auch nicht so schwer, wenn ich da nicht gerade gleich mal übelst fail, ne? Das Modul, was du jetzt schon zweimal hattest, mit dem Pfeil. Mhm. Aber das hast du ja jetzt, denke ich, drauf. Eigentlich. Eigentlich. Was ist dieses Equipment? Ich hätte lieber irgendwie ein Eisenschwert noch oder sowas. Ja, der Sprung, wenn ich den verkacke, ne, das ist natürlich bitter. Ja. Ja. Hätte ich mal ein Eisen noch bekommen, leider. Oh, da ist der Raketenpass gekommen. Ich hoffe, ich kann den jetzt einfach ausequippen. Weil ich habe eigentlich. 38%. Ja, eben. Wenn er mich jetzt weghaut, dann. Aua. Dann GG, Junge. Ich seh ihn. Alter! Als ob der Eisen. Als ob er sowas. Als ob er so ein. Er hat sogar Eisenschuhe, ne? Ja! Als. Der ist gut. Der ist sau gut. Wie er mich weghaut, ey, das gibt's nicht. Der mir einfach die Combo des Todes gibt. Ich habe keine Pfeile, leider. Aber er gibt mir einfach die Combo, weißt du? Da, ich komme nicht dran! Ja. Junge! Was ist eigentlich los mit ihm? So übel wurde ich noch nie weggehauen.
Ich weiß gar nicht, ob wir wieder rauskommen. Ich bin einfach mir eher auf Mitte. Das wäre natürlich. Ich muss das erstmal wieder vollringen. Bleib stehen. Alter, aber er hat nicht mal ein Steinschwert, ne? Und gibt mir so eine Combo. Krass. Das ist echt übel. Junge. Noch kann ich ein bisschen weglaufen, noch habe ich ein bisschen Essen. Ich weiß nicht, wie viel Essen er hat. Hat auf jeden Fall ein paar Sachen in der Hand da. Jetzt läuft es auf jeden Fall besser. Ach, Kommis. Muss ich jetzt eigentlich haben. Außer gibt mir jetzt halt nochmal eine Combo. Ah, jetzt regt er wieder. Halbes. Was denn? Ha! Würde er jetzt nicht so weggangen. Aber ich hab's ja. Ja! Eigentlich ist es so lächerlich, ne? Dass ich hier so schwitzen muss, darauf hier mit ihm mit dem Equip zu besiegen. Aber es ist einfach so. Er tritt auch jedes Mal mit der angefasst, ne? Das ist echt übel. Sieht das einfach aus, so gerade, als hätte er mit der Angel durch die Wand gefallen. Alter! Das ist so scheiße mit dem Partner. Oh. Das war knapp. Das war echt knapp. Komm, was sagt hinter mir? Ja, 2-1, aber mit dem Equip. Ey, das wäre so lächerlich, wenn ich mit dem Equip verlieren würde, eigentlich. Gerade eben, das war eben auch schon lächerlich, die Runde. Also. Das kann mir echt nur leid tun, dass ich eine Runde mit so einem übertrieben besseren Equip verliere. Das Gras nervt so übel. Habe ich nochmal ein Steak gegessen. Einfach damit ich jetzt eine Weile nicht mehr essen muss. Und er kann nicht ewig meckern. Oh, dieser naja. Mann, ne? Er wird jetzt auf Mitte spielen, sage ich. Das ist so bitter, ne? Er hat nur noch Kekse. Na, später auf Mitte. Nicht nur noch Kekse. Wie viel Essen hat der bitte? Der hat auf jeden Fall noch anderthalb Herzen. Schaffst du. 2,5. Ich kann's nicht lesen. 3. Ja, er regt halt sich wieder seine Herzen voll, indem er hier die ganze Zeit wegläuft. Das ist. Na gut, habe ich gerade eben auch gemacht, ne? Oh. Ja gut. Ich hab vergessen, er war nicht. Wäre jetzt aufgegangen, wäre das fatal gewesen sogar. Okay. Aber Junge, Alter, der zahlt mit der Angel so aus. Das wird spannend noch. Letzte Runde. Ja, Alter, wenn er jetzt besser. Wenn er jetzt. Ne. Ich glaube, ich habe aber gerade eben erstmal. Guck mal, ich bin vom Tunitias gekickt worden. Aber ich glaube, ich musste mich jetzt auch erstmal drauf einstellen, weil. Ich glaube, so sehr hat mich schon lange keiner mehr mit der Angel weggehauen. Ah, mal gucken. So, und weiter geht's. Dritte und letzte Runde. Und ich hoffe einfach, dass es Jumpman technisch jetzt ähnlich gut läuft wie letzte Runde. Die ersten Parts sehen gut aus zum Durchrennen. Ja, dann sind die für ihn aber auch gut zum Durchrennen. Das war scheiße.
Das ist halt ein Vierer oder ein... Ein 3-1 hoch, ist einfacher. Ja. Also für dich jedenfalls. Eigentlich. Den Pott hat man gerade eben schon. Er ist runtergefallen. Oh, am Ende des Parts ist noch bitter. Ich fühle da immer so voll mit, wenn jemand so am Ende des Parts noch runterfällt. Ich glaube, er ist nochmal runtergefallen. Vielleicht kannst du dir wieder ein Feuerzeug machen. Das war eigentlich ein guter Vorteil mit so einem. Ja, auf jeden Fall. Das Herzchenmodul. Oh. Was hat. Passiert schon, ne? Oh. Ich bin so voll mitfühlend gerade. Bettenpart. Ich hoffe, tuned it up kann keiner 3-1 hoch, ganz viel hintereinander. Haben wir ein Eisen. Vollzeug ist auf jeden Fall schon mal drin, das ist gut. Nein! Oh, das ist bitter. Ich hasse diesen Part, ey. Das war... Nicht so gut. Ah, Mann. Das läuft gerade nicht. Oh, ich kann nur hoffen, dass er da ein bisschen länger braucht als ich bei dem Pot. Wie wär's noch mit dem Dia-Schwert? Das wäre natürlich... Oh, ey. Jetzt kommt noch so ein Part hin, ne? Ich hasse den auch. Hä? Okay. Was war das denn? Ich weiß nicht. Ich stelle mich gerade so dämlich an, ne? Das ist so krass. Ich bin nicht mal so nervös, aber irgendwie. Ich weiß nicht, ganz ehrlich, ne? Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Das geht aber nicht. Ganz ruhig. Ich weiß, du kannst. Ja, ich weiß auch, dass ich es kann. Hatte ich eigentlich schon ein Steinschwert? Hä? Hatte ich eigentlich schon ein Steinschwert? Ich hab nicht drauf geachtet. Oh, Rollator. Natürlich. Ja, boah, das ist scheiße. Der schwerste Sprung hier ist der jetzt kommt. Komm. Ah, Mann! Hätte ich den jetzt First Try gemacht, dann wäre das so gut gewesen. Ja, aber ich muss ihn noch trotzdem eigentlich schaffen. Oh mein Gott. Jetzt hier nicht abrutschen, Mann. Ach komm, gib mir doch noch den Dia. Ich hab einen Eisen. Ich glaub schon weiter. Und du hattest ein Steinschwert, das mir gerade aufgefallen. Okay, das ist gut. Ich bin gerade so schlecht, Leute, das gibt es nicht. Das wird schwer. Ein Deathmatch. Auch kein Glück mit dem Equip. Ist natürlich auch nicht mega scheiß, was ich hier hab, aber. Ist nicht das, was du brauchst. War knapp. Ja. Ich hab keinen Helm, ne? Oh shit. Wo ist ein Standort da?
hatte ich schon. Das eher. Teams verboten, was? Na, du? Ja, das. Oh Mann! Das kommt mich gerade so an, ne? Komm, er gibt die Double Hits. Ich hab drei Pfeile, naja. Kannst du dir noch einen Pfeil? Stimmt, das reicht. Für die anderen. Ich will keinen Logo. Wie hat dich hittet? Ja, ich versteh's nicht. Ich check's nicht, Alter, das gibt's nicht. Och Mann! Das ist übertrieben. Sieht ganz übel aus. Das hätte ich auch von Anfang an gewusst. Wenn ich hier im Jump'n'Run-Part halt nicht. Da will ich ihn nicht. Mein Gott. Als ob er mir noch den Hit hinterher gibt. Ja, das war's. Ja gut, das war's dann mit dem Turnier. Leider. Da gibt's PvP-technisch, gibt ja zu viel. Kam, das ist cool. Als ob er dann gegen den anderen weggerannt ist. Das verstehe ich auch nicht. Ja, das ist so total unlogisch. Vorige Runden ist halt immer, hat er immer auf Mitte gespielt irgendwie, ich weiß nicht wieso. Keine Ahnung. Aber gut, dann war's das hier mit dem Turnier. Leider ausgeschieden. Aber ich denke, es war trotzdem ganz cool. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.